Jo, moin Leute, zurück bei Bully die Ehrenrunde. Ich denke mal, ich ziehe mich mal um für unsere Abendgarderobe, so nach dem Motto. Wir haben ja noch hier einen wunderschönen... Wir haben noch irgendwas bekommen, oder nicht? Wir haben irgendwas geklaut. Totenkopf, Bullworth, Polunder. Ist das der? Okay. Sieht jetzt nicht so schlecht aus. Gibt's auch eine coole Hose dazu. Knapper What the fuck ist das? Oh mein Gott. Die Mädels werden uns lieben. Ganz ehrlich, den Spaß gönne ich mir jetzt. Ich bin auf die Reaktion der Leute gespannt. So, ein bisschen Hilfe. Go on, Petey. Go cry to the teacher. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary. You're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. God. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little overexcited. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Oh no. Come on. You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Ich weiß nicht, ob ich von der Mission so begeistert bin. Einfach einen Obdachlosen quälen, das... Suche den Landstreicher hinter dem alten Schulbus. Na gut, ich meine, wir sehen selber schon aus wie so ein Landstreicher. Oh mein Gott. Was? Hat er gerade was über meine hübsche Hose gesagt? Findest du? Will you hang out with me? I like your hat. It covers your head nicely. Sie mag meine Mütze, weil sie bedeckt meinen Kopf wunderbar. Toll. Sie hat gar nicht meine wunderschöne Unterhose. Okay, sie bemerken, sie reagieren wirklich darauf. Das ist lustig. Allgemein auch das Voice-Acting gefällt mir hier in diesem Spiel, muss ich sagen. Finde ich gar nicht so schlimm, dass es das nicht in deutscher Synchro gibt. Mit den englischen Untertiteln, das reicht völlig aus. Wieso diese Musik? Was ist hier los? Habe ich was verpasst? Wow, 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 was ist denn hier los? Vorsicht, Gary, das kriegst du doch wohl hin, oder? Damn! Nicht weinen, oh. Ist immer noch nicht genug? Ich dachte, meine Unterhose tut ihm ein wenig Angst einjagen. So, hinter dem alten Schulbus. Where is this dirty old perv? You know, you're not very nice, Gary. And you're a loser, Petey. One of life's unfortunates. Get out of here, you little scum! So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Ow! Let's leave this guy to his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me.
Im Gegensatz zu uns hat er wenigstens noch eine Hose. You know, kid, I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Ooh. Just get me a part for my radio, and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Okay, der junge Mann möchte auf jeden Fall einen Radiotransistor haben. Damit er dir Kampfmoves beibringt. Okay, lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Okay. Es ist relativ in der Nähe. Es wird schon dunkel langsam. Irgendwie war das... Müssen wir nicht in dieses Gebäude hier? Wartet mal. Ich glaube, wir müssen hier hinten beim Autoshop. Es würde Sinn machen, einen Transistor irgendwo hier zu finden. Oh no. Sag nichts über meine Unterhose. Oh oh. Psst, sei ruhig. Klettern, okay. Wir werden uns auf jeden Fall nachher wieder umziehen, keine Angst. Das Gute ist, wenn man nachher die ganzen Schulfächer alle fertig belegt hat, dann braucht man nicht mehr zum Unterricht. Ups, jetzt habe ich mich verdrückt. Okay. Dann gilt das auch nicht mehr als Schwänzen. Oh, wie lässig wir da runterflitzen. Moment, wir müssen hier lang. Hoffentlich komme ich nochmal an diesen Gangstern vorbei hier vorne. Ja, der Ort ist scheiße, ich weiß. Was soll man machen? Du hängst den ganzen Tag hier auf dem Schrottplatz rum. Geh mal rüber zu den Mädels. Ach, verdammt, wir laufen falsch. Wir müssen noch zu... Oh, wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Halte X. Das ist alles? Das konnte ich doch schon vorher, oder? Don't forget to bring me a transistor when you come back. Okay, er möchte anscheinend noch mehr davon, oder wie? Bring dem Landstreicher mehr Transistorteile, um zusätzlich Kampfmoves zu lernen. Okay, wo finde ich die ganzen Transistorteile? Lass mich raten, random auf der Karte verteilt? Irgendwie? Nun gut, es wird jetzt Zeit zum Schlafen oder machen wir noch eine Mission? Hey, hey, legst du dich mit ihm an, da? Unsere neuen Moves gleich mal lernen, hä? Oh, oh, mit dir wollte ich mich jetzt nicht anlegen. Nein. Ich musste ja unbedingt das machen, wenn so ein scheiß Aufpasser hinter mir herhängt. Oh, der klebt an mir wie Fliegen am Haufen Scheiße. Lass mich los. Was fällt dir ein? Begrapsch mich hier einfach. Unglaublich, schnell weg hier. Halt die Klappe. Okay, wir müssen auf jeden Fall duschen, würde ich sagen. Stehst du eigentlich jeden Abend hier und bewirfst die Mauer mit Eiern oder was auch immer das ist? Los, lass mich schnell umziehen. Haben wir zufällig ein Rattenproblem? Kann das angehen? Jeans lässig. Ja, eine Jeans lasse ich mir gefallen. Was haben wir denn eigentlich noch alles dabei? Juckpulver, bestimmt Dynamite. So, verteilt Nickebacki. Sorry. Sorry about that. Out. Stop, Gary. Trying to watch this. Ah, swim team. Intellectual stuff. So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughening him up. Ow. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy.
Oh, hey, God. Petey. Oh, gee. Peace, Stain. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Oh, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, Peace Stain, before you mark the carpet. Yes. We've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that dork. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off. Sorry. Also irgendwie... Sorry? Sind wir die ganze Zeit nur Mittel zum Zweck für diesen Gary. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde ihm viel lieber eine runterhauen. Na gut, es wird spät. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, ab 1 Uhr oder 2 Uhr, das sollten wir aber locker schaffen, theoretisch. Werden wir müde und schlafen irgendwie ein, wachen dann unser Bett auf und können auf jeden Fall welche Items verlieren. Das wäre nicht so gut. Wir haben noch nicht so viel dabei. Oh, Bucky verliert Energie. Verdammt, ich bin falsch gelaufen. Ja, super. Da ist mir glatt das Spiel abgeschmiert, beziehungsweise ich habe auf dem Controller den falschen Knopf gedrückt und tja, bin rausgetappt und hatte natürlich nicht gespeichert, was ich jetzt gerade auch wieder vergessen habe, weil ich habe den ganzen Quatsch jetzt nochmal gespielt, den wir in der letzten Folge gemacht hatten, die Mission schnell. Ja, wir sind auf dem Weg jetzt wieder zu Bucky, versuchen ihm zu helfen und wie wir da rechts sehen, geht seine Energieanzeige rum. Und ich habe wieder vergessen, dass ich gucken wollte, wo wir eigentlich hin müssen. Wir hätten vielleicht in die andere Richtung laufen sollen, wir laufen gerade einen ziemlichen Umweg. Verdammt. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Ansonsten müssen wir die Mission wieder neu machen. Der Junge macht langsam schlapp, habe ich das Gefühl. Ah, wir können, glaube ich, da eine Abkürzung nehmen. Bucky, halt aus! Ich komme! Oh mein Gott. War das hier oder da? Ich habe keine Ahnung. Wo ist er? Ich bin total falsch hier gerade. Nein, wir müssen das nochmal neu spielen. Scheiße. Ja, Bucky ist K.O. gegangen. Okay. Wir machen das nochmal. Ja, see ya too. Oder wir machen einfach erstmal eine andere Mission. Wenn wir schon mal hier sind. Heilige an diese Schlampe. Was heißt dieses Änderung eigentlich? Ich bin etwas überfragt jetzt. Okay, Mädchenumkleider. Seht euch das mal an. Ständig Gewalt, Schlägereien, man wird beleidigt, man wird angepöbelt. Grausames Internet, sage ich nur mehr. Fällt mir dazu nicht ein. So, wir machen jetzt ganz einfach mal eine andere Mission erstmal. Zur Abwechslung, bevor wir dann Bucky nochmal versuchen zu retten und hoffentlich ihn dann auch schneller finden. Dürfen wir überhaupt rein? Oh, unerlaubtes Betreten. Verdammt, wir wurden schon entdeckt. Oh, hey. Ich hab dir gerade meine Liebe gestanden. Ja, regt euch nicht so auf. Unglaublich. Give it back. Or what? Or, well, just... Give it back! Are you threatening me, Metal Mouth? No, I just give it back. You can't just steal things from me. Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back. And you should stay out of the girls' dorm, you little perv. I see you undressing me with your eyes. Oh, sicko. Yeah. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Finde ich etwas weit hergeholt. If you get them back, I'll kiss you. That's okay. Ich denk nicht. Okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. Okay. Besorgen wir ihre Labornotiz, mit der sie die Welt retten wird, von mir aus.
Was macht Gary denn schon hey, wieder? Hey Gary, I need to get something from Mandy's locker. I'm not surprised. You know, you should put a stink bomb in there. It'd be funny. Get one from Fatty. He knows everything about stinking. Besorgt ihr von Fatty ein paar Stinkbomben? Das ist eine Doppel-Doppel-Mission. Wahnsinn. Hey, 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 komm, lass mich in Ruhe. Ich hab zu tun. Bin beschäftigt. Wahnsinn. Das ist ein ganz schönes Gelaufe hier, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt nicht so riesig ist bisher. Also ist ja noch nicht die ganze Karte freigeschaltet. Hey, gib mal eine Stinkbombe. Gib. Anything going on? I will serve in return for a suitable reward. Krieg ich jetzt mal Stinkbombe. Okay, geht zur Turnhalle. Was denn für eine Gewalt? Der ist ausgerutscht, der Junge. Oh, 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 oh. Okay, alles wieder easy. Ein Spinde einbrechen, das ist schon meine Spezialität geworden langsam hier. Ausgebürt Schnellfenster. Hi. Wow, easy, Vorsicht. Heiß und fettig, ich hab's eilig. Welche Mandys Spind einhole die Labornotizen? Okay. Das ist eine Sneaky Stealth Mission. Ups. Was macht sie denn da? Niemand hat mich gesehen. Es ist alles okay. Was macht die Alte da? Wie lange muss sie sich denn schwinken? Ah, verdammt. Okay, sie hat mich gesehen. Jetzt müssen wir erst recht schnell sein. Komm schon, wir haben nicht ewig Zeit. Yes! No, lass mich los! Lauf! Nein! Nein, lass mich in Ruhe! No! Oh, das kann doch nicht... Alter, auf einmal zwei Leute. Gott, ist die Mission jetzt echt komplett weg? Wir müssen einmal speichern, fällt mir ein. Ich vergesse das jedes Mal. Wahnsinn. Shit! Hey, wieso rennst du hier mit Juckpulver in meinem Zimmer rum? Bist du bekloppt? Siehst du diese fetten Ratten hier an? Du weißt schon, dass der Fernseher aus ist, Bro. Der Unterricht, bla bla bla. Der Nachmittagsunterricht beginnt nach dem von 13 Uhr bis... Okay, Sperrstunde ist um 23 Uhr. Wer nach der Sperrstunde angetroffen wird, wird umgehend in seinen Schlafsaal gebracht. Nicht witzig, könnte der Witzbold, der meinen Spind mit Wasserbomben gefüllt hat, das bitte lassen. Das Pflücken der Blumen vor dem Mädchenschlafsaal ist untersagt. Ach, da kann man Blumen pflücken. Okay. Wir gehen langsam out auf Money, habe ich das Gefühl. Ja, dann machen wir schnell nochmal die Bucky-Mission. Ich hoffe mal, also diesmal laufe ich gleich rechts. Sorry about that. Das können wir zum Glück überspringen. Oh mein Gott, es ist schon so spät. Es ist bald Sperrstunde. Egal, wir sind ein Draufgänger, wir schaffen das. Nein, danke, ich brauche nicht noch mehr Freunde hier. Das ganze Internat ist schon befreundet mit mir, habe ich das Gefühl. Die sind alle so herzlich und so nett zu mir. So. Oh, Bucky verliert schon wieder Energie. Was machen die denn mit dem? Oh, da ist er ja. Hey! Bam! Oh, oh. Warte doch. Nein, komm zu mir. Ich muss den mit dem Schläger erwischen. Gib mir den Schläger. Yes!
Jetzt zeige ich dir mal, wie das so geht. Bucky, geh in Deckung. Oh, oh. Das. Oh. Bucky, wo läufst du hin? Haben wir hier noch einen Schläger rumliegen zufällig? Aber Stinkbomben, Moment. So, was soll ich jetzt machen? Hilf Bucky in die Garage zu kommen. Bucky, you're pathetic. Oh, shit. Ja, jetzt gib mir den Schläger. Das hatten wir doch eben schon geübt. Komm schon. Immer feste drauf da. Hat dir eigentlich schon mal jemand mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen? Wieso blockst du die ganze Zeit? Und tschüss. Okay, das war knapp. Jetzt muss ich ihm auch noch helfen zu fliehen. Oh oh. Au! Oh oh. Ich muss dich zuerst haben, weil du hast den Schläger. Und jetzt knüppeln wir mal richtig drauf. Wieso muss der unbedingt schwarz sein? Oh Gott. Und tschüss. Bucky, wo bist du? Wie geht's dir? Alles ist okay. Ist okay. Fliehe mit Bucky. What? Oh Gott. Der Junge hat Manieren. Thanks, Timmy. That's great. Here, take this. Oh, wie geil. Du hast das Skateboard erhalten. Awesome. And that's that. Can you help me, please? Oh, ich wollte gerade Skateboard fahren, Lady. Oh, oh. Wo kommen die Jungs auf einmal her? Hey, hey, lass mich in Ruhe. Also da ist eine Puste. Wo ist die Lady mit dem blauen Pfeil hin? Beutelmurmel. Wartet. Na, ich wollte eigentlich... Au, verdammt. Könnte jemand mal die Murmeln werfen? Wieso werfe ich die Murmeln nicht? Au! Ich muss hier weg, ich muss ins Bett, fällt mir auch gerade ein. Es ist spät. Und wir werden auf jeden Fall gleich nochmal speichern. Ey, das Skateboard ist awesome. Okay, ich muss noch ein bisschen lernen, das mit dem Switchen. So, dann gehen wir ganz schnell speichern. Alarm auslösen. Was ist denn jetzt schon wieder? Wieso diese Musik? Hä? Oh, Gummiband. Gummiband! Why'd anyone throw this away? Ja, das frage ich mich auch irgendwie. Immer gegen die Wand laufen. Halt! Feuerwerkskörper herstellen. Die sollten wir auch mal benutzen irgendwie. Speichern. Dann beende ich diese Folge für jetzt. Und dann in der nächsten Folge... Ja. Mal gucken, was uns da erwartet. Gehen wir zum Unterricht. Bis denn, euer Dude.